Hallo und herzlich willkommen zu Extrakurs Nummer 7 von Kirby's Dreamcast. Wir haben schon 32 Leben. Wir haben ordentlich abgeräumt in Extra 6. Aber jetzt wird's heftig bergab gehen, denn Extra 7 hat mit Abstand das eine dümmste Level des gesamten Spiels. Was theoretisch sogar mit einem Hole-in-One machbar ist, aber generell nicht für normale Menschen. Die Stage kommt auch noch relativ früh, also man wird auch noch früh genervt. Wir werden gleich definitiv alle sehen können, was ich meine. Wir beginnen erstmal mit einer relativ harmlosen Stage. Stage Nummer 1 vom Extrakurs Nummer 7. Recht offensichtlich, was wir machen müssen. In erster Linie nicht in den Abgrund fallen. Wir holen uns High Jump, aktivieren High Jump möglichst spät, damit wir da vorne den Gegner erwischen und nicht im Abgrund landen, wie gesagt. Dann kriegen wir hier vorne nochmal High Jump und High Jump ermöglicht es uns dann, hoch zum Loch hochzuspringen, das sich gerade uns eröffnet hat, an der Stelle, wo der Igel gestorben ist. Ah, perfekt. Wunderbar, wir müssen noch nicht mehr abprallen oder sowas. Hole in One. Ein Up geschafft. Damit haben wir schon 33 Leben. Und es ist an der Zeit. Denn es ist bereits das zweite Level. Das kennen wir ja grundsätzlich vom Layout schon vom normalen Spielen. Aber durch die Startpunktänderung ist das hier jetzt das mit Abstand dümmste Level des Spiels. Meiner Meinung nach. Ja. Was soll man hier machen? Guckt euch die Stage an und überlegt euch, was soll man hier machen? Wir haben zwei Gegner da unten, wir haben einen Gegner da oben links, wir haben zwei Gegner da oben rechts. Und wenn wir nach da oben rechts irgendwie hinfeuern, dann kommen wir nicht in einem ordentlichen Winkel da an, dass wir irgendwas Sinnvolles machen könnten. Also, was soll man hier schon groß tun? Man kann sich ein bisschen versuchen, auf sein Glück zu verlassen. Problem Nummer 1. Ich versuche jetzt, hier so lange hin und her zu bumpern. Ach ja, hier oben sind sogar drei Gegner. Ich habe eben aus Versehen zwei gesagt. So lange hin und her zu bumpern, dass wir oben wieder rauskommen. Erstmal muss man überhaupt mit dem Sprung hier hochkommen. Okay. Dann muss man die Feuerfähigkeit aktivieren, damit wir genug Schwung haben, damit wir nicht einfach stehen bleiben. Erstes Problem, wenn wir die Feuerfähigkeit hier oben aktivieren, haben wir eine extrem hohe Chance, out of bounds zu fliegen, wenn wir das nicht an einem Punkt machen, wo wir gerade kein Stück in der Luft sind. Drittes Problem, wir müssen, wie man sieht, einen guten Winkel haben. Ansonsten bouncen wir hier Ewigkeiten hin und her zwischen den Wänden. Je nachdem, wie groß unser Winkel ist, desto größer ist allerdings auch die Chance, dass Feuer uns out of bounds haut und desto größer ist auch die Chance, dass wir überhaupt nichts erreichen. Nächstes Problem, wir müssen jetzt hier oben rauskommen, nachdem wir es tatsächlich geschafft haben, die Schirmfähigkeit zu kriegen. Man merkt auch schon, dass Kirby kaum noch nach vorne geht. Er bewegt sich ein bisschen nach vorne, aber in erster Linie bleibt er die ganze Zeit links und rechts zwischen den Wänden hängen. Wie ich aber schon mal erklärt hatte, wenn man richtig mit A bumpert, dann kann man das hier eine halbe Ewigkeit aufrechterhalten. Also, das kann noch eine ganze Weile dauern. Wenn wir extremes Glück haben, können wir gleich da vorne in den Seitengang rein. Wenn wir in dem Seitengang drin landen sollten... Oh, 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 ich verliere zu viel Schwung. Ah, verdammt, ich habe das A-Drücken versaut. Okay, wären wir in dem Seitengang gelandet, dann hätten wir theoretisch noch lange, lange weiter bumpern können und hätten vielleicht eine minimale Chance auf den Two-Shot gehabt. Ja, so müssen wir halt einen Schuss da reinmachen. Dann kriegen wir hier vorne nämlich die Möglichkeit, den Schirm zu aktivieren. Jetzt können wir mit dem Schirm hier einmal komplett rumfliegen und... Ach gut, ich habe es noch nicht mal bis zu der High-Jump-Fähigkeit geschafft. Wunderbar. Ja, dann hätte man es zu der High-Jump-Fähigkeit schaffen können, dann hätte man die High-Jump-Fähigkeit noch aktivieren können und mit dem High-Jump hätte man dann so einen Winkel haben müssen, dass man da vorne bei dem Besentypi drin landet im Loch. Wie in aller Welt soll ein normaler Mensch das bitte hinbekommen? Diese Stage hier ist so dumm, so lächerlich. Ich weiß nicht, was man sich dabei gedacht hat. Ich sehe vorne und hinten keinen Plan, keinen Gedankengang, der hinter dieser Stage gesteckt haben soll, wie man das hier lösen soll. Also, was soll's. Blonk. Ja, drei Schuss Abschluss. Bitte, mir recht. Hauptsache, wir haben diese dämliche Stage hinter uns. Total von 4. Es geht hoffentlich ab jetzt wieder bergauf. Ja, schlimmer als die Stage geht's auch eigentlich nicht mehr. Wie gesagt, das ist meiner Meinung nach mit Abstand die dümmste und schrecklichste Stage im Spiel gewesen, die wir gerade gesehen haben. Ja, also erstmal müssen wir unseren Schuss jetzt so hier um diesen Luftschacht rumkurven, dass wir von dem Feuer nicht erwischt werden. Dann können wir nämlich hier vorne hochspringen, wunderbar, aktivieren unseren High Jump, um in den Warp hier oben reinzukommen. Dann fliegen wir auf der anderen Seite wieder runter. Die Stage ist ziemlich simpel, was das angeht. Erledigen den Gegner da vorne, dann ist da vorne ein Speedpad auf dem Boden, das uns über das Wasser katapultieren möchte.
möchte. Drücke nochmal A, damit wir nicht aus Versehen im Wasser landen. Und die Rampe hier vorne sorgt dafür, dass wir locker wieder ins Loch zurückkullern. Hole in one. Wie gesagt, grundsätzlich ziemlich einfach. Kann man eigentlich nichts sagen. Nachdem die letzte Stage totaler war, ist das hier dann doch schon wieder deutlich angenehmer. Total von 5. Okay, vierte Stage. Die wird wahrscheinlich wieder einen etwas längeren Schuss brauchen. Ja, da sehen wir nämlich schon wieder, da unten ist eine Wheelie-Fähigkeit und hier vorne sind massig Gegner am Hang verteilt. Massig Gegner, die am Hang verteilt sind, sind sowieso schon immer eine super Grundlage für Stages, finde ich. Da muss man immer vorher genau schon berechnet haben, wie sein Schuss aussehen soll, damit man das hier ordentlich schafft. Also, Frontspin, total fast volle Power, um da hoch zu fliegen. So, jawohl, sieht gut aus. Ersten Gegner erwischt. Zweiten Gegner erwischt, dann müssen wir jetzt hier unten an die Feuerfähigkeit rankommen. Wenn wir die jetzt... okay, wir kriegen die Feuerfähigkeit, jetzt müssen wir wieder zurückrollen, dann können wir die Feuerfähigkeit aktivieren. Perfekt, perfekt. Okay, dann können wir nämlich auf dem Laufband landen und das Laufband macht dann die restliche Arbeit für uns, genauso wie sie das auch schon gemacht hat, als wir das erste Mal diese Stage hier gespielt haben. Dann kann das Laufband auf der anderen Seite uns runterbringen. Gut, das funktioniert alles gerade so, wie es soll, das ist sehr schön. Kriegen wir hier vorne die Igelfähigkeit, schaffen wir es auch tatsächlich ins Loch reinzukommen. Ja, da ist das Loch. Nicht mehr viel, nicht mehr viel. Und roll rein. Oh nein, Kirby, nein! Verdammt, wir hätten es fast gehabt. Jetzt ist es der Two-Shot geworden. Ja, das ist ärgerlich. Sehr ärgerlich sogar. Fast hätten wir den One-Shot in der Stage hier geschafft, aber leider hat sich Kirby entschieden, okay, ich bin Millimeter zu weit zur Seite durch das Laufband gekullert. Deswegen sind wir dann doch nicht drin gelandet. Na gut. Aber totales Ergebnis von 7 ist jetzt auch nicht grauenhaft. Und jetzt kommt wieder eine ziemlich simple Stage eigentlich. Man sieht hier die Pfeile auf dem Boden, wo wir entlang schießen sollen. Wir müssen nur die Fähigkeiten dementsprechend richtig aktivieren und dürfen nicht zu viel Schwung drauf haben. Dann ist das alles kein Problem. So, direkt mal das Britzeln aktivieren, damit wir hier vorne die Gegner erledigen können. Dann kriegen wir die Tornado-Fähigkeit noch zusätzlich. So, schießen hier vorne um die Ecke. Wispy wird ja immer noch durch unseren Britzelangriff sterben. Und Tornado aktivieren. So, rein ins Loch mit dir. Perfekt. Hole in one. Gute Arbeit, Team. Wir haben 35 Leben zusammengesammelt. Und es kann weitergehen. Tsching. Juhu, es ist wieder Zeit für Level 6. Ich habe jetzt eine schlechte Meinung von Level 6 Leveln durch die letzte Welt, die wir gespielt haben. Aber hey, hier ist eigentlich gar nicht so schlimm, denn hier gibt es sogar eine Uferfähigkeit. Was kann man schon gegen Stages sagen, die die Uferfähigkeit für uns bereithält? Man könnte zum Beispiel dagegen sagen, dass man so schwer an die Uferfähigkeit drankommt. Ja, wir müssen uns erstmal hier hochkatapultieren lassen, dann kriegen wir hier unten eine Tornado-Fähigkeit und springen in High Jump. Fast schon rein voll brauchen wir natürlich Tornado, damit wir noch ein bisschen mehr Schwung drauf haben, damit wir tatsächlich mit High Jump in die Reichweite des Lochs kommen können, um High Jump zu aktivieren. Ich finde es immer schade, wenn es eine Stage gibt, in der es die UFO-Fähigkeit gibt, aber leider die Möglichkeit, die UFO-Fähigkeit zu kriegen, nicht so richtig gegeben ist, wenn man das One-in-One haben möchte. Und Hole in One! Wer hätte es gedacht? Wir haben es geschafft. Ein Up! Ja, ne? Gar nicht so übel. Hätte aber noch eine 1 mehr vertragen können. So, hier haben wir wieder mal einige Wispies. Da wir jetzt gerade keine Sparky-Fähigkeit hier vorne haben, müssen wir die anderweitig vermeiden. Machen wir mal den Frontspin rein. Dann springen wir erstmal über den Highjumper hier drüber und gucken, dass wir da vorne zu dem Wheelie hinkommen. Denn das Wheelie ist natürlich unser Weg zum Sieg. So, Link und Wheelie aktivieren. Wenn Wheelie einmal aktiviert ist, dann macht sich der Rest sowieso meistens von alleine. Außer natürlich, man findet einen Highjump unterwegs und muss den auch noch aktivieren. Ja, zum Glück müssen wir an den Wispies gar nicht so richtig vorbei. Also springen wir rüber ins Loch hinein. Ah, wir sind übers Loch gesprungen. Da vorne ist zum Glück noch ein Pfeil, der uns retten kann. Sehr schön. Hole in one. Feuerwerk. 37 Leben. Und es bleibt nur noch das letzte, finale Loch von Extrakurs Nummer 7. Dann ist es Zeit für den großen, finalen Extrakurs Nummer 8. Das kann ja lustig werden. Ja, hier haben wir nochmal fliegende Gegner und sonst eigentlich nicht übermäßig viel. Aber davon ist eine UFO-Fähigkeit. Und mit der UFO-Fähigkeit ist eigentlich immer alles machbar.
Hm, das meinst du zumindest. Ja, also erstmal nehmen wir den Gegner hier vorne mit, weil es gibt keinen Grund, den nicht mitzunehmen, wenn wir sowieso schon mal hier vorne lang springen. Dann geh jetzt rüber zu dem anderen lustigen Einzelgegner hier vorne, der auch den Speed Booster Turbo-Fähigkeit hat. Der Speed Burster ist genau so gestellt, dass er uns rüberbringt zu dem Loch und zu der anderen UFO-Fähigkeit. Und dann können wir da einfach ganz gemütlich rüber tuckern. Dafür, dass das hier das letzte Loch von Kurs 7 ist, muss ich sagen, hat man hier eine echt einfache Strecke gewählt, wo man nicht sonderlich viel für tun muss, um das Hole-in-One zu kriegen. Hole-in-One. Was ich ein bisschen merkwürdig finde, muss ich sagen. Aber, okay. Ein Up. Wenn die lieben Herr Programmierers meinten, dann ist das halt eine einfache Abschlussstage, bevor wir zum großen Finale von Kurs Extra 8 kommen. 1, 3, 1, 2, 1, 1, 1, 1. Total von 11. Mal sehen, wer hier der Rekordhalter war. Und mal gucken, ob Metanet sich mal wieder ein bisschen besser geschlagen hat als in vielen der anderen Stages. Der ohne Depri-Ritter. Juhu, eine weitere Goldmedaille für unsere Sammlung. Das heißt, es fehlt noch eine in der Sammlung und dann ist das Spiel auch so gut wie erledigt. Aber wir wissen ja, dass es da noch eine kleine weitere Herausforderung gibt, neben dem Extrakurs Nummer 8 natürlich. Dance! Ach, Disco Kirby hat es geschafft und wir hätten 20 gebraucht. Ah ja, innerhalb von 9 Runden hat Chili das geschafft. Ach, Deprinite ist tatsächlich mit in der Liste. Hatte aber nur einen Score von 30, also da hätten wir 29 gebraucht, um den zu schlagen. Da hätten wir aber noch nicht mal eine Medaille für gekriegt, weil der Kerl so schlecht war. Also wirklich, Deprinite, da musst du dich ein bisschen mehr anstrengen, wenn du mit uns spielen möchtest. So, jetzt sieht es hier schon fast genauso aus, wie es im normalen Kurs ausgesehen hat. Extrakurs Nummer 8. Die größten Stages des Spiels liegen noch vor uns, aber wir werden es schon irgendwie hinkriegen, die zu schaffen. Bis dahin, see ya!